So. Und jetzt müssen wir herausfinden, was wir haben. Also einen Dämon finde ich zum Beispiel, haben wir schon mal nicht. Dafür ist es mir zu... Aha. Aha. Skip. Ja, hä? Ist sie gerade oben an der Tür, an der Treppe stehen geblieben? Ladies and Gentlemen, ich bin Salzaiko, ich bin wieder am Start mit einem weiteren Video. Ihr seht schon, wir finden uns in Phasmo und ihr seht die kaputten Bildschirme, was bedeutet, wir finden uns im Albtraummodus. In diesem Video möchte ich auch auf einen Kommentar eingehen, aber erstmal Judy Carey, wir sind in Ridgeview, wir brauchen EMF, Zeugen und Kruzifix. Genau, denn ich habe einen Kommentar bekommen und auf den möchte ich eingehen, denn wie ihr alle wisst, wurden die Multiplikatoren geändert oder ein bisschen reduziert, oder zumindest das Cash, das man bekommt. Und dementsprechend habe ich einen Kommentar, dass unter anderem Leute wie ich der Grund dafür sind. Also sprich Leute, die Videos hochladen, denen sie auch noch sagen oder vorher gesagt haben, dass es schön ist, dass man so viel Geld kriegt und dass es dadurch so wirkt, als ob es nur ums Geld geht. Und ja, in gewisser Weise kann ich diese Anschuldigung auch verstehen, in gewisser Weise auch nicht. Denn ja, es stimmt schon. Wenn gefühlt jeder in den Videos auch noch sagt, ja, so viel Geld und finde ich klasse, dass man so viel Geld macht und easy leicht Geld verdienen und blablabla, dann ja, dass die Entwickler dann denken, okay, es geht nur ums Geld, kann ich verstehen. Also in gewisser Weise sind natürlich Streamer oder YouTube-Videos in erster Linie sind daran natürlich auch ein bisschen schuld. Aber an diesem Punkt, da bin ich der Meinung, haben zum Beispiel die Phasmo-Entwickler außer Acht gelassen. Was mir auffällt, je mehr Geld ich habe, desto freier kann ich mich bewegen. Ne? Weil dann ist ein Tod nicht schlimm. Dann kann ich auch mal einen Revy, oder kann ich auch mal versuchen, von dem Revy während der Jagd ein Foto zu machen. Denn dann, wenn ich verrecke, ist es scheißegal. Ich habe genug Geld, um mir neues Equipment zu kaufen. Aber was zum Beispiel mein Problem gerade ist, ich habe nicht viel Cash. Ich habe momentan 4K, da ich sehr, sehr gerne an meine Grenzen gehe, sehr, sehr gerne auch mal ein bisschen Brian auf K bin. Oder das eher nicht so gerne, aber kommt halt auch hin und wieder vor. Also sprich, ich sterbe ab und zu mal. Einfach weil ich will nicht nochmal sicher spielen. Es muss auch mindestens eine Jagd pro Haus sein, wenn nicht sogar mal 10 Jagden oder sowas. Das darf nicht fehlen, denn das, sowas, finde ich, macht Spaß. Aber genau darum geht es. Das macht Spaß, an seine Grenzen gehen zu können. Aber wenn du kein Geld hast und somit auch kein Equipment, na, kannst du irgendwann keine Räucherstäbchen mehr leisten, keine Sanity-Pill mehr leisten, kannst die Nebenquests nicht machen. Wo bleibt dann der Spaß? Deswegen finde ich, da haben die Entwickler hier auf jeden Fall einen großen Fehler gemacht in der Hinsicht, dass sie gedacht haben, okay, entweder oder. Entweder Spaß oder Geld verdienen. Aber die haben nicht verstanden, dass wenn man viel Geld hat, also dass man dann auch viel mehr Spaß hat, so gesehen. Sprich, dass das eigentlich irgendwie so zusammengehört. Hier haben wir das Widerbrett. By the way, das können wir jetzt eigentlich mal hier rauslegen. Vielleicht sehen wir es dann eher oder denken eher dran. Das habe ich perfekt geworfen. Wahnsinn. Wäre es jetzt so stehen geblieben, hätte ich es gefeiert. Aber ja, deswegen finde ich es doof, dass sie das Geld gedroppt haben. Denn, ja, ich habe auch zum Beispiel nicht die Zeit, damit ich hier wirklich farmen kann. Also wirklich stumpf in die Häuser reingehe und auf Nummer sicher dann mir, wenn ich wenig Geld bekomme, dann das zusammenfarme. Ist die Zeit nicht unbedingt da. Ist ein bisschen nervig. Und ich habe vorher oder früher mir kein Geld anfarmen können, weil ich schon immer ein bisschen spannender unterwegs war, nenne ich es einfach mal. Also ein bisschen Risiko gelaufen bin und deswegen verreckt bin und deswegen habe ich nicht viel Geld in Phasmo. Und ja, sprich, wenn das Geld dann mal so knapp wird, dass ich mir mein Set nicht mehr leisten kann. Jetzt habe ich ja schon extra mein Equipment ein bisschen reduziert, was Pain ist. Aber ja, sollte es dann soweit kommen, dann muss ich entweder so zocken, dass ich kein Geld verlieren kann, was aber auch wiederum schade ist und viel, viel Spielspaß nimmt, wenn ich finde, es ist halt eine schöne Belohnung. Ne? Wenn du aufs Ganze gehst, Albtraum zockst, einen krassen Multiplikator und du schaffst es. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön, wenn du dann dafür auch noch eine gescheite Belohnung bekommst. Und wenn du es jetzt nur für 100 Flocken machst, musst du das Risiko nicht eingehen. Ja? Finde ich zumindest. Also, ich mach's trotzdem, ja, weil mir geht's in der Hinsicht wirklich nicht ums Geld, mir geht's um den Spaß. Aber, was ich damit sagen will, man hat natürlich mehr Spaß, wenn man mehr Geld und somit auch mehr Equipment hat. Und das haben die Entwickler nicht bedacht, aber um jetzt nochmal auf den Kommentar zurückzukommen, ja, in gewisser Weise sind natürlich YouTube-Videos schuld oder Streamer, die sagen, okay, man kann damit leicht Geld verdienen, blablabla.
Aber in erster Linie ist es einfach nur ein Fehler von den Phasmo-Entwicklern, die gedacht haben, okay, da bleibt der Spaß auf der Strecke. Habe ich jetzt hier die Fingerabdrücke? Ja. Da bleibt der Spaß auf der Strecke. Ist, finde ich, ein Fehler von den Entwicklern. So. Das hätten wir schon mal. Also, wir haben Freezing, somit ist der Hantu auch drinnen. Wir haben Jin, Hantu, Damon und Mimic. Deswegen bringe ich jetzt eine Videocam mit rein und ja. Ja, Hauptsache, wir haben jetzt einfach zwei Beweise gefunden, ganz entspannt. Wir hätten sogar fast ein Geisterfoto noch bekommen und haben das nicht mal mitbekommen, weil ich gelabert habe. Aber es war mir wichtig, auf jeden Fall auf diesen Kommentar einzugehen. Denn ich habe auch nicht, ich sag mal so, mich hat das auch ein wenig erzürnt, als ich diesen Kommentar bekommen habe oder gelesen habe. Und da wollte ich jetzt einfach nur sicherstellen, dass es nicht so arschig von mir gemeint war, wie ich das vielleicht im Kommentar dann rübergebracht habe. Und dass ich es natürlich, diesen Kommentar auch verstehe. Dass ich es auch verstehe. Aber wie gesagt, das ist halt, sag ich mal, ein Fehler dieser Person gewesen, die dir wahrscheinlich einfach nur einen Titel gesehen hat oder sowas. Oder so dachte ich am Anfang, dass die Person gar nicht das Video richtig angeschaut hat. Denn in der Regel, wenn ich gesagt habe, dass man gut Geld verdienen kann oder sowas, dann hat man mir in der Regel auch angemerkt, dass ich wirklich Spaß hatte. Ja, also für mich, ja, wenn man eine geile Belohnung bekommt, macht es einfach auch noch mehr Spaß. Es gibt mehrere Zusammenhänge zwischen Spaß und Geld verdienen hier in Phasmo, finde ich. Und ja. Und das ist wahrscheinlich dann auch teilweise von den Entwicklern ein Problem. Die sehen manchmal nur die Titel oder wenn sie jetzt zum Beispiel Phasmo eingeben und dann steht da, ja, easy Geld verdienen, hohe Blumentikator Geld verdienen, bleiblob, und dachten sich, okay, gut. Denn eigentlich haben sie auch Rücksprache mit InSim, mit dem Psycho, also mit englischsprachigen Streamern und YouTubern, die mehr Reichweite haben. Ja, beruhig dich. Ich weine nicht. Also eigentlich müssten die da Rücksprache haben und müssten von denen ja eigentlich auch wissen, okay, es macht Spaß. Und es geht nicht nur ums Geld. Aber wie gesagt, ich kann beide Sichten verstehen, sowohl den Herren, der den Kommentar verfasst hat, als auch eben die Phasmo-Entwickler, die haben auch recht. Die haben beide recht. Sowohl, dass Streamer, YouTuber, die solche Videos hochgeladen haben, ein wenig daran schuld sind. Sehe ich ein. Und ich, auch die Phasmo-Entwickler haben recht, dass das bei manchen bestimmt nur noch die Geldgier war und der Spaß auf der Strecke geblieben ist. Aber Fakt ist, alle haben zu einem kleinen Teil recht, aber nicht zu 100%. So, und jetzt müssen wir herausfinden, was wir haben. Also einen Dämon, finde ich zum Beispiel, haben wir schon mal nicht. Dafür ist es mir zu... Aha. Aha. Es geht. Ja, hä? Ist sie gerade oben an der Tür, an der Treppe stehen geblieben? Habt ihr auch gesehen, oder? Richtig crazy. Also, ich habe keinen Atem gesehen. Ich habe keinen Atem. Ach nee, warte mal. Nee. Der Breaker ist noch an, wenn mich alles täuscht. Was macht's dann? Also, wir haben jetzt vier Geister zur Auswahl. Mimic ist, finde ich, raus, weil kein Orb, aber vielleicht haben wir das Glück und er verändert sich nochmal, sprich, dass er einen anderen Geist imitiert, dann, ne? Dann kann das einfach sein, dass wir den Orb übersehen haben. Dann hätten wir einen Dämon, aber für einen Dämon ist es, finde ich, ein wenig zu undämon-like. Hört sich einfach beschissen an, aber ist so. Dann hätten wir natürlich den guten Jin. Jin hat diesen Zoom-Effekt. Darauf werde ich jetzt gleich achten oder versuchen zu achten. Hat er ziemlich Anpassungen bekommen? Da müsste ich jetzt gleich eigentlich nochmal nachschauen. Aber ja, Jin hat eben diesen Zoom-Effekt. Da muss ich jetzt echt nochmal nice schauen. Das gibt's doch nicht. Aber wir müssen jetzt sowieso warten. Aber ich hab's jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich hab einen Ohrwurm. Müsste das Tempest Major Update gewesen sein. War hier denn nicht der Jin dabei? Ne, okay, der Jin war nicht dabei. Okay. Also, wenn es ein Jin ist, Zoom-Effekt. Erhöhte Geschwindigkeit. Und man hat es ganz, ganz leicht gehört, es wurde langsamer.
was ich auch noch schauen wollte. Das Gespenst, aber das schaue ich mir draußen an. Gespenst hat ja eine neue Passive bekommen. Eine neue Passive, neue Schwäche. Gespenster haben Angst vor Salz und werden alles tun, um dicht damit in Berührung zu kommen. Okay, haben sie ein bisschen angepasst. Aus dem Boden muss er. Okay, das ist egal. Aber nein. Der Djinn hat einen Zoom-Effekt. Der ist teilweise nicht ganz so einfach rauszuhören. Ich bin jetzt der Meinung, ich habe ihn rausgehört. Was bedeutet, er sieht dich und wird automatisch ein kleines bisschen schneller. Bis er nah an dich rankommt, so ungefähr auf 3 Meter. Und dann wieder langsamer. Sprich, es ist ein bisschen risky. Aber das merkt man auf jeden Fall, denn die Geister kriegen Line of Sight Geschwindigkeit. Also nicht alle, aber viele. Sprich, wenn sie dich sehen, werden sie immer ein bisschen schneller. Beim Djinn ist dieser Effekt sozusagen noch größer durch diesen Zoom-Effekt. Ne? Dadurch merkt man diesen Anstieg der Geschwindigkeit ein bisschen besser. Es könnte natürlich auch sein, dass wir hier einen Handtuch haben, aber den Handtuch ist es zu warm. Den Handtuch ist es zu warm. So, jetzt schaue ich aber nochmal. Ich würde gerne das Licht nämlich nochmal anmachen und ich will mich nochmal, ich will nochmal schauen, ob das wirklich zutrifft. Also, Licht. Oh, funktioniert. Was bedeutet, der Djinn kann dann auch seine Fähigkeit einsetzen. Ich will jetzt nur schauen, haben wir hier... Ja, hier haben wir aufversteckt, denn das war gerade eben schon ein bisschen knapp. Also wir achten nochmal auf den Zoom-Effekt, soweit sie uns sieht. Und langsam. Ist es, glaube ich, schwer, diesen Unterschied rauszuhören. Ich bin, wie gesagt, jetzt der Meinung, ich habe ihn rausgehört. Es ist noch kein Indiz oder kein hundertprozentiges Indiz für einen Djinn oder auf einen Djinn, denn, ja, man kann sich auch einfach nur verhören oder sowas oder dass ein Step ausbleibt bei Buggy oder sowas. Dann, dass sie eigentlich noch Bup-Bup macht, aber einer bleibt aus, deswegen machst du noch Bup und man denkt, es wird langsamer. Also, es gibt hier immer noch hätte, wenn und wäre, könnte, sollte, whatever. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe es gehört. Es gibt aber noch einen Trick. Es gibt noch einen Trick, dafür müssen wir jetzt in den Geistraum, deswegen habe ich Sanity Pin genommen. Denn, wenn der Djinn seine Fähigkeiten einsetzt, also seine speziellen Djinn-Fähigkeiten, dann gibt es ein EMF am Breaker, ohne dass der Breaker ausgeht. Oder angemacht, also ausgemacht wird oder angemacht wird. Und deswegen bin ich jetzt hier auf dem Weg zum EMF. Ihr müsst dafür nicht im Geistraum bleiben. Also ich werde da drin bleiben, dadurch wird er ein bisschen aktiver. Ich werde jetzt hier nur schnell Foto machen. Und auch hier hinten vom Fuß, den wir gesehen haben. Wunderbärchen, den habe ich vorhin komplett übersehen. Alter Vater, deswegen finde ich auf den Knochen nicht. Weil der einfach so offensichtlich am Boden liegt, dass ich ihn übersehe. Wahnsinn. So, und EMF an den Breaker. Dann gehen wir in den Geisterraum und wenn wir dann den Breaker hören, ohne dass ein Event oder sowas ist, wissen wir Bescheid. Also das sollte von der Range ausreichen. Na, wenn jetzt hier irgendwas passiert, gibt hier ein EMF. Muss man jetzt natürlich gut drauf hören. Und man sollte es erst machen, soweit man kein EMF mehr braucht, denn sonst könnte es doof werden, beziehungsweise wann man es natürlich auch machen kann, ist, wenn man 2 hat. Dann kann man direkt am Anfang 1 auf den Breaker, aber gut, in der Regel hat man am Anfang noch nicht die Vermutung, dass es ein Djinn ist. So, bup und bup. Und ich gehe jetzt ins Häuschen. Ich werde wahrscheinlich für euch dann ein kleines Stückchen rauscutten, denn ich weiß nicht, wie lange das dauert. Aber wenn wir wirklich einen Djinn haben, möchte ich mich damit vergewissern. Und ja, dann könnte es leider aber auch ein bisschen dauern. So, wir sind in Albtraum-Modus, was bedeutet, er kann den Geistraum wechseln. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er immer noch hier drin ist. Aber theoretisch müssten wir auch Freezing im Geistraum haben. Djinns sind jedoch territorial, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit könnte groß sein, dass er noch hier drin ist. Und hier ist nichts mehr. Doch, wir haben hier noch Freezing. Warte, Licht aus. So müssten wir es eigentlich genauer sehen. Draußen mein Gegenstand. Ja, hier. Freezing, ohne Bällchen. So. Djinns sind territorial. Und deswegen hoffe ich, dass wenn ich hier im Geisterraum rumstrome, oder hier in seiner Nähe, dass ich ihn dann auch ein bisschen verärgere. Wir könnten jetzt noch Fotos machen. Wir haben ja genug Sanity. Jetzt nur die Frage, wo hast du was? Bewegt. Da. Dann können wir zumindest noch ein paar Fotos machen. Schauen wir mal. Interaktion. Nochmal. Fingerabdruck. Check. Das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass man jetzt leichter Interaktionsfotos machen kann, so ungefähr. Kriegt man viel schneller sein Büchlein voll. So.
Aber wir müssen jetzt natürlich auch gut drauf hören, ob wir ein EMF haben. Die große Preisfrage, ob wir das hier oben hören, durch die Ebenen, aber vielleicht haben wir Glück. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr aktiv. Und hier können wir jetzt unser letztes Foto bekommen. Ah nee, vielleicht haben wir kriegen wir ein Geisterfoto. Kruzifix brauchen wir noch, by the way. Ja, das können wir jetzt auch schon mal mit reinbringen. Die droppe ich hier. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht allzu hoch. Also, dass es eine Fähigkeit einsetzt. Aber wenn er sie einsetzt, dann müsste das EMF ausschlagen. Es sollte an sein. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht vergessen anzumachen. Das wäre jetzt natürlich genius. Aber sollte eigentlich alles passen. Was wollte ich? Genau, Kruzifixe. Und diese Range. Ich liebe diese Range. Gut, hier wird es nicht angezeigt. Aber drinnen. Ich liebe diese Range. Ich frage mich nur, wenn man jetzt zum Beispiel einen Dämon hat, müsste die Range eigentlich doppelt so groß sein. Also heißt es, dass dann auch dieser Kreis doppelt so groß ist, oder nicht? Also, denn theoretisch würde man ja dann direkt am Kruzifix erkennen können, was es für, also ob es ein Dämon ist, ne? Schaut euch das an, das ist so cool. So, wir machen das ungefähr, warte. Ungefähr so. Und da wäre ich an der Seite dieser Raum hier komplett abgedeckt sein und das machen wir einfach hier hin, weil wir, naja, wobei wir machen es ja hier hin. Weil wir es können. Okay. Und jetzt heißt es, boah, ah, wobei, ich hätte das Kruzifix, hätte ich auch ein bisschen drüber. Dann hätte ich auch den Flur abdecken können. Dann kann ich das hier nach hinten. So, und das hier liegt ungefähr da. Ich habe nur nach der Breite geschaut, deswegen mal schauen. Aber wenn ich das jetzt hier ungefähr so platziere, müsste eigentlich der Flur auch abgesägt sein. Also crazy. Von der Ranger. Crazy von der Ranger. Ja, beruhig dich doch. Nein! Foto! Foto! Danke! Foto? Zwei? Drei Sterne. Oh. Nice one! Aber Alter, sie ist echt leise, weil sie auf der Treppe ist. Ach. Nicht wundern, ich gehe ja hin. Damit kann man auch eine seiner Fähigkeiten triggern. Oh, du Ficker! Ja, sie hat ein Aggressionsproblem. Kruzifix ist ausgelöst. Crazy. Also, leider haben wir jetzt, kam es jetzt nicht dazu, dass wir das EMF hören. Ich schaue jetzt noch mal, ob es anders ist. Ja, es ist an Schade Schokolade, aber ich bin der Meinung, es ist ein Gin. Wie gesagt, für einen Dämon zu wenig. Für einen Dämon viel zu wenig, finde ich. Könnte trotzdem sein, dass wir einen faulen, inaktiven Dämon haben, aber dafür ist einfach zu wenig, auch kein Chainhand oder sowas. Dann Handtuch, Geschwindigkeit und Atem. Gut, für einen Atem am Mund ein bisschen zu wenig, aber theoretisch im Geisterraum hätte er sehr schnell sein müssen. Könnte natürlich sein, dass er nicht im Geisterraum war die ganze Zeit, dass er nur draußen war, aber dann wäre dieser Zoom-Effekt, diese Schnelle, wäre er nicht gewesen, denn die ganze Zeit ist der Breaker an und er ist trotzdem mindestens normale Geschwindigkeit, wenn nicht noch ein bisschen schneller. Und das kann eigentlich nicht sein. Mimic ist raus bei wegen Orb und ja, dann bleibt eigentlich nur das Tatüren. Deswegen würde ich sagen, wir düsen ab. Kurzen kleinen Herzinfarkt hatte ich ja jetzt, also ich bin wach. Ach mal. Schauen wir mal, ob wir richtig liegen mit dem Djinn. Wie gesagt, Dämon wäre auch noch möglich, aber dieser Zoom-Effekt während der Jagd, der passt einfach nur zum Djinn. Aber kann auch sein, dass ich mich einfach getäuscht habe. Ja? Schauen wir mal. Manuelchen, das war ein Djinn. Wir haben alles erkannt. Jetzt bin ich gespannt, ob man hier jetzt auch merkt, dass weniger Geld ist oder nicht. Ja, okay, gut. $10, 5, 5, 5. Also man merkt, dass hier ein bisschen weniger ist. Aber, Ladies and Gentlemen, ihr kriegt ja hier eine Mal-4 Munition. Also ihr seht das hier. Ihr kriegt ja hier Mal-4. Wegen Albtraum. Und das hier ist, wurde alles reduziert. Aber, und das vergessen viele, ihr seht ja hier Bonus für Ermittlung. Na, wenn ihr das hier alles richtig habt, erhöht sich dieser Wert oder verdoppelt sich dieser Wert. Also, das hier verdoppelt sich und das habt ihr hier unten. Ne? Wenn ihr den Geist, den Geistertyp habt und die Nebenquest, dann kriegt ihr eben das Doppelte von dem. Sprich, $20 für den Geist, 10 für die Quest, wie es vorher war, 10 hierfür, 10 hierfür und das habt ihr hier drin. Also 10, 15, 20, 25 und das ist dieser Bonus für Ermittlung. Und da wurde ja gesagt, ah, aber jetzt weniger Geld und blabiblub. Ja, ihr kennt den Geist richtig, macht die Nebenquest und ihr kriegt hier diesen Bonus für Ermittlung, sprich, ihr kriegt das Doppelte
Also sprich den normalen Wert wieder. Just saying. Aber ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.